aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen, schönen Sonntag aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Die Weltmeisterschaft in Russland hat gerade begonnen und Deutschland ist im Fußballfieber. Aber die Union bietet ein dramatisches Gegenprogramm. Angela Merkel und Horst Seehofer beim Feiglingsspiel, Englisch Chicken Game. Und das geht so. Zwei Autos fahren mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Wer zuerst ausweicht, der hat verloren. Weicht keiner aus, haben beide Spieler sich behauptet, ziehen jedoch daraus keinen Nutzen mehr, weil sie durch den Zusammenprall ihr Leben verlieren, im konkreten Fall ihr politisches Leben. In der Union heißt dieses Spiel Masterplan. Den hat der Bundesinnenminister zur Bewältigung der Asyl- und Flüchtlingsfrage ausgearbeitet. Außer Seehofer kennt nur Merkel den Wortlaut. Aber es scheint sich um einen Masterplan zur Selbstvernichtung zu handeln. Die Zerrüttung der ungleichen Schwestern bei Grenzen und Obergrenzen wird als Schauspiel ja seit Jahren aufgeführt. Kommt jetzt der letzte Akt, der Showdown, das Endspiel? Längst geht es ja um mehr als die umstrittene Zurückweisung an unseren Grenzen. Es geht um die ganze Richtung in der Flüchtlingspolitik. Und da scheint im Konflikt zwischen CDU und CSU ein Ausweichen, ein Kompromiss kaum noch möglich. Und so sucht die Kanzlerin aus den eigenen Reihen geschwächt nach einer europäischen Lösung. Ja, der aktuelle Konflikt könnte sogar die Regierung zerlegen. Wirklich Stoff für den Presseclub. Und darum geht es. Knapp 100 Tage im Amt steht die Bundesregierung vor einer Zerreißprobe. Der Streit um die Asylpolitik, ein Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Endspiel der Schwesterparteien, titelt der Kölner Stadtanzeiger. Harakiri kommentiert die Süddeutsche Zeitung. Hintergrund: Der Innenminister will durchsetzen, dass Deutschland mehr Flüchtlinge an den Grenzen abweist. Seine CSU gibt Rückendeckung. Wir stehen da sehr konsequent und entschlossen in der Sache. Die Kanzlerin dagegen will eine europäische Lösung. Ich glaube deshalb, dass wir nicht unilateral handeln sollten, dass wir nicht unabgestimmt handeln sollten und dass wir nicht zulasten Dritter handeln sollten. Werden die beiden einen Kompromiss finden oder sprengt ihr Streit die Regierung? Die Union steht am Abgrund, schreibt die Rheinische Post. Ist vielleicht sogar Merkels Kanzlerschaft gefährdet? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll zwischen den Schwesterparteien vermitteln. Seehofer gegen Merkel. Wie lange hält die Union das aus? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren. Und ich freue mich auf meine Gäste und darf Ihnen meine Gesprächspartner vorstellen. Mariam Lau arbeitet als Redakteurin im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Barbara Junge ist stellvertretende Chefredakteurin bei der Tageszeitung Der Taz. Alexander Kain ist stellvertretender Chefredakteur der Passauer Neuen Presse. Und Stefan Detjen arbeitet als Chefkorrespondent des Deutschlandradios und leitet das Hauptstadtstudio in Berlin. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Lau, bevor wir in die Analyse gehen, lassen Sie uns einmal die Ereignisse der letzten Woche so ein bisschen Revue passieren. Wie haben Sie das beobachtet, dieses Schauspiel, das wir da zwischen sogenannten Schwesterparteien erlebt haben? Ja, also ich, am meisten Eindruck hat auf mich die Fraktionssitzung der Union gemacht am Dienstag, wo keine einzige Stimme sich hinter die Politik der Kanzlerin gestellt hat. Und dann natürlich die Tatsache, dass am Donnerstag die beiden Fraktionen, was es noch nie gegeben hat, CDU und CSU, getrennte Sitzungen abgehalten haben. Und dann hat sich das ja praktisch von einer Stunde auf die nächste immer mehr dramatisiert, so dass historisch, hat man gesagt, sei das gewesen. Absolut. Und auf einmal stand dann am Donnerstag der Auseinanderfall der Regierung auf der Tagesordnung. So schnell kann es gehen. Frau Junge, heute konnte man lesen in der Welt unter anderem, Seehofer habe über Merkel gesagt, ich kann mit der Frau einfach nicht mehr arbeiten. Worum geht es beim aktuellen Konflikt? Was ist der Kern dieser Auseinandersetzung? Der Kern der Auseinandersetzung ist ganz sicher nicht Obergrenze und ist ganz sicher auch nicht der 63. Punkt dieses Masterplans. Der Masterplan an sich ist... Der vorsieht die Zurückweisung. Der Masterplan ist doch eigentlich die Resterampe dessen, was so oder so noch zusammengekehrt werden musste im Ministerium an Maßnahmen. Am Donnerstag hat Herr Söder den Multilateralismus aufgekündigt. Ich denke, darum geht es im Kern. Welche Vorstellung von Politik dominiert? Das europäische Denken oder das nationale Denken? Der berühmte Punkt 63 des Masterplans, Herr Kain, sieht vor,
Asylsuchende, die aus Nachbarländern kommen, aus sicheren EU-Ländern, an der Grenze zurückzuweisen. Das wäre neu. Im Moment tun wir das nicht, obwohl das Dublin-Abkommen das vorsieht. Ist das ein zulässiger Schritt oder ist das tatsächlich so, dass man darüber derart sich zerstreiten kann, wie die Union uns das gerade vorführt? Also die Grundfrage ist natürlich, was ist tatsächlich der 63. Punkt? Wir kennen das Ganze noch nicht, weil es ja noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Und es geht offenbar nicht nur um die Zurückweisung von Asylbewerbern, die in anderen Ländern schon registriert wurden, sondern es geht angeblich oder dem Vernehmen nach um drei Punkte, nämlich Zurückweisung von Flüchtlingen, die keinen Pass dabei haben, Zurückweisung, wie Sie gesagt haben, von denjenigen, die in einem anderen EU-Land schon registriert wurden und schließlich und endlich auch Zurückweisung von Asylbewerbern, die in Deutschland schon bereits rechtskräftig abgelehnt wurden und erneut einreisen wollen. Und wenn ich mir diese Punkte anschaue, dann würde ich mal sagen, dass die Menschen draußen kein Verständnis haben, warum ein Asylbewerber, der hier schon rechtmäßig abgelehnt wurde, wo man gesagt hat, sorry, du hast keinen Asylgrund, der zurückgeschickt wurde, wenn der erneut versucht, ins Land zu kommen, und wir sagen dann, ja klar, komm rein, wir prüfen nochmal. Wie soll man das den Leuten draußen vermitteln? Wenn Sie heute falsch parken, dieser Staat wird seine 10 oder 15 Euro, was ein Parkticket kostet, mit aller Konsequenz und Vehemenz eintreiben. Und Sie werden im Wohnzimmer noch gepfändet, wenn es um diese 15 Euro geht. Aber bei dieser Frage der Flüchtlinge, nochmal, abgelehnte, bereits rechtmäßig abgelehnte Asylbewerber, sagen wir, ja klar, komm noch mal rein, ist okay. Herr Dittich, klingt doch plausibel. Warum ist die Kanzlerin dagegen? Nein, es ist nicht plausibel, weil der Streit, bereits rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber zurückzuweisen, nicht der eigentliche Streitpunkt ist. Der eigentliche Streitpunkt betrifft das Ziel der CSU, dass auch in der Woche seit der ersten Fassung des Masterplans, den Horst Seehofer Angela Merkel vor einer Woche gezeigt hat, dieser Plan noch mal verschärft worden ist und sozusagen das maximale Zurückweisungsszenario da hineingenommen wurde. Das bedeutet nicht die Gruppen, von denen Sie gerade gesprochen haben, zurückzuweisen, sondern alle in anderen Ländern bereits registrierten Flüchtlinge zurückzuweisen. Das ist eine ganz andere Dimension und ich glaube, man muss, um den Streit zu verstehen, an einer Stelle noch mal korrigieren. Diesen berühmten Punkt 63 des Masterplans kennen wir nicht. Aber wir kennen Dublin III und wir kennen den Schengen-Akkord. Und alle Europarechtler, Migrationsrechtler sind sich einig, dass Dublin III Zurückweisung eben gerade nicht vorsieht. Einspruch. Das ist, ich kenne die Argumentation des Bundesinnenministeriums und der CSU, das da rein zu deklinieren und da irgendwie durch Interpretationen das reinzubekommen. Aber Entschuldigung, ich muss das nur noch mal sagen, es ist Konsens unter den Europarechtlern, unter denen, ich möchte das nur noch mal festhalten, was der Punkt ist. Aber der Einspruch ist einfach, dass in den letzten Tagen unterschiedliche Meinungen von Juristen dazu zu lesen sind. Schlicht und einfach. Also wenn Sie sagen, alle seien hier einhellig der Meinung, dann kann ich nur sagen, das ist nicht wahr. Sondern es gibt welche, die so sagen, es gibt welche, die so sagen. Also ich glaube, wenn man sich das ganze Dublin-Verfahren anschaut, dann geht es darum, geordnete Verfahren auch für die Überstellung, für die Hin- und Herschiebung von Geflüchteten zwischen verschiedenen Ländern zu organisieren. Das ist ja der ganze Sinn damals gewesen, dass es eben nicht zu wilden Verhältnissen und Grenzschließungen und Flüchtlingslagern und Grenzen kommen soll, sondern dass es darum geht, diese Verfahren zu organisieren. Und das ist der Kern des Streites. Das ist ja auch von der CSU-Seite, ausgerechnet von der Partei, die den Begriff der Herrschaft des Unrechts eingeführt hat, jetzt sehr klar gemacht worden, dass es eben um einen nationalen Alleingang geht, der die europarechtlichen Verpflichtungen und die europarechtlichen Verfahren hinter sich lässt und auf den nationalen Alleingang setzt. Insofern hat Frau Junge völlig recht. Das ist der Kern des Streits. Dann lassen wir mal die Rechtsfrage hinter uns. Das ist übrigens interessant. Im Oktober hat Horst Seehofer selber noch in einem Zitat gesagt, das sei hochkompliziert. Also insofern ist es das auch. Und das müssen wir im Detail nicht klären. Aber Frau Junge, es geht ja um einen anderen Richtungsstreit, der eben auch schon anklang. Die Kanzlerin sagt ganz klar, sie will es nicht unilateral, sie will es nicht unabgestimmt und sie will es nicht zulasten Dritter. Das war ihr Dreiklang, den sie Seehofer entgegengesetzt hat. Ist das die Alternative, die erfolgversprechend ist? Ich kann nicht sagen, was im Moment erfolgversprechend ist, aber es ist trotzdem tatsächlich eine Prinzipienfrage. Ist es möglich, europäisch zu handeln oder geht es nur national? Wenn die Alternative ist, mit
Österreich, Rechtspopulisten und einer sehr rechten Regierung in Italien gemeinsame Sache zu machen und alle anderen Länder außen vor zu lassen, dann wird das auch nicht funktionieren. Und vor allem eines ist doch dabei auch noch wichtig, muss dieser Punkt jetzt in dieser Sekunde entschieden werden oder geht es noch bis zum 28. Juni in eine Zeit, in der man vielleicht bis zum EU-Gipfel, in der man vielleicht noch eine gemeinsame Lösung finden könnte? Nun sagt die CSU, auf die EU-Lösung warten wir seit 3 Jahren. Das ist, also ich finde, da hat die CSU absolut einen Punkt. Und dann auch, es war Merkel, die mit ihrer Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen, unilateral zulasten Dritter und unabgestimmt gehandelt hat. Und also auch Länder wie Holland und Frankreich haben damals sehr gestaunt. Von den Osteuropäern will ich gar nicht reden. Also sie hat da einen Fehler gemacht, glaube ich, und ist bis heute nicht bereit, diesen Fehler irgendwie zu korrigieren und einzusehen. Und also ich glaube, wenn Horst Seehofer sagt, ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten, dann ist es auch das, was er meint. Und also es wird ja jetzt oft dieser Tage gesagt, naja, die CSU sucht sich so ein Symbolthema. Das ist kein Symbolthema, wenn wir über die Frage reden, wie gut können wir eigentlich aussuchen, wer zu uns kommt. Oder ist es nach wie vor so, wer Asyl sagt, kommt erst mal rein. Und wir haben gesehen, wir haben riesige Schwierigkeiten, Leute abzuschieben. Wer Asyl sagt, ist drin. Und da sagen die Leute, von der Kontrolle, die uns versprochen worden ist, ist an der Stelle erstmal wenig zu merken. Darf ich da noch was anmerken? Es geht ja auch genau um diesen Punkt, was ist mit Europarecht konform? Das Europarecht Dublin III sieht ja explizit vor, dass in dem Staat, in dem jemand Europa zuerst betritt, sein Verfahren durchzuführen ist. Es sei denn, er wird zur Durchführung dieses Verfahrens in ein anderes Land verteilt. Er wird verteilt. Wir reden nicht von einem Selbsteintrittsrecht der Migranten nach dem Motto, ich bin einmal in Europa in der Grenze und dann suche ich mir das Land aus, in dem ich mein Verfahren gerne hätte. Aber genau das ist nicht Europarecht. Ganz kurz, ich würde noch mal gerne kurz darauf antworten, es sind 2 Punkte. Das eine ist, es war unilateral 2015, das ist richtig, aber die Situation damit heute zu vergleichen, also fast 1 Million und bis April waren es jetzt 54.000 Neuregistrierte, finde ich schwierig. Also die Situation jetzt, dann tatsächlich sagen, sie hat einmal so einsam gehandelt, dann muss sie es jetzt doch auch können, finde ich sehr schwierig. Das ist ein Punkt, den ich gerne da anbringen würde. Und das Zweite ist doch, die Zurückweisung würde doch nach Österreich gehen. Deutschland hat doch nur Binnengrenzen. Also wie soll denn das eigentlich funktionieren? Ich glaube, es geht auch, im Kern geht es der CSU nicht mehr um diese Rechtsfragen. Die haben die Rechtsfragen hinter sich gelassen. Man muss, das ist ja keine Zauberwissenschaft, man kann ja auch recht erklären. Die Konstruktion zu sagen, dieses Zurückführungsmodell ist mit den europarechtlichen Maßgaben vereinbar, beruht darauf, dass man sich auf eine Art Notstandsklausel in dem Grundlagenvertrag über die Arbeitsweisen der Europäischen Union beruht. Eine Art Staatsnotstand. Dieser Staatsnotstand, wenn man sagen will, nach drastisch zurückgegangenen Flüchtlingszahlen haben wir im Augenblick einen Staatsnotstand, da muss man schon sehr weit gehen. Es geht der CSU-Seite darum, in der letzten Woche, das ist sehr deutlich, diesen Streit ganz gezielt zu eskalieren. Der ursprüngliche Plan, nach den Informationen, die wir hatten, sah ja auch vor, diese Zurückweisung erst dann in Kraft zu setzen, wenn der sogenannte Richtwert, also known as Obergrenze, von 180 oder 200.000 erreicht ist. Diese Größe werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich überhaupt nicht erreichen bei den Zahlen, die wir im Moment haben. Es sind im Moment 12.000 Menschen ungefähr im Monat. Den Streit sozusagen spitz zu führen, wurde dieser Masterplan dann so interpretiert und wird er von der CSU im Moment so interpretiert, dass man sagt, jetzt, sofort, wir wollen jetzt anfangen. Damit wird natürlich ein Szenario gezeichnet, eine Art Notstandsszenario, das natürlich jede Menge Ängste bedient, aber nichts mit der Realität zu aber tun. Aber da wäre ich jetzt, wenn ich das sagen darf, ausnahmsweise mal bei Ihnen. Es ist natürlich so, dass Merkel, hätte sie diesen 63. Punkt stillschweigend akzeptiert von Seehofer, hätte man ihr schwerlich unterstellen können, das wäre eine Abkehr von ihrer Flüchtlingspolitik. Das wäre so in der Tagespolitik ganz normal mitgelaufen. Merkel hat sich ganz bewusst diesen einen Punkt rausgesucht und hat schon auch beigetragen, diese Lage zu eskalieren. Ich glaube, dass es Merkel ein Stück weit auch um einen Machtkampf geht, um Seehofer von Anfang an zu zeigen, der ja jetzt Teil ihres Kabinetts ist, das war er in den zurückliegenden 3 Jahren nicht, ganz klar zu zeigen, wer
die Hosen anhat. Also nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Nicht, damit der Horst in 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen immer wieder mit 9 Punkten kommt. Sie haben recht, ich glaube, da geht es um einen Machtkampf. Einseitig jetzt der CSU anzulasten, sie habe das eskaliert, das ist falsch. Die CSU macht nichts anderes als das, was sie die letzten zwei, drei Jahre schon gemacht hat. Ist es, verlassen wir dann mal einen Moment den 63, also die Frage, in welchem Umfang an der Grenze Asylsuchende zurückgewiesen werden, wenn sie aus sicheren Ländern kommen. Ist das weit mehr, weil diese dramatische Eskalation, ist das ein Machtkampf, sagt Herr Kain, ist das ein Grundsatzstreit in der Flüchtlings- und Asylpolitik, der da ausgetragen wird? Putscht die CSU gerade gegen die Kanzlerin? Ja, das Interessante ist, dass hier ja auch CSU gegen CSU steht. Also ich glaube, Söder... CDU gegen CDU auch, ne? Ja, Söder und... Dobrindt haben auf jeden Fall das Interesse, Merkel zu stürzen. Die wollen sie wirklich weghaben. Seehofer kann daran gar kein Interesse haben, weil wenn Merkel stürzt, stürzt er auch. Und schneller, als er Halleluja sagen kann, ist er auf der Straße. Also er hat nichts. Er hat keinen Parlamentssitz, er hat nichts in Bayern. Er steht im Nichts. Deshalb ist er in einer komplizierten Situation. Vielleicht kann er nicht mehr mit der Frau, aber er muss mit der Frau irgendwie weitermachen. Denn also ich sehe nicht, dass jetzt jemand anders Kanzler wird auf die Schnelle deswegen, sondern ich sehe, also wenn überhaupt, kann ich mir eher vorstellen, dass die CSU die Regierung verlässt. Aber wie gesagt, also Seehofer kann es darauf eigentlich nicht ankommen lassen. Was ich interessant finde, eine kleine Sache noch, ist, dass der Spiegel ja sagt, Merkel hätte die Abgeordneten in der getrennten Sitzung, also die CDU-Leute, quasi ein bisschen beschummelt, indem sie behauptet hat, Seehofer hätte ihr diese 2 Wochen nicht mal geben wollen. Da wird aus der CSU anderes behauptet. Die 2 Wochen bis zum europäischen Gipfel, wo sie noch versuchen will, irgendwas rauszuholen, hat er ihr wohl konzidiert. Er wird jetzt natürlich von zwei Seiten sozusagen gedrängt, das anders zu machen und ultimativ zu machen. Also der ist in keiner beneidenswerten Lage. Nun wird ja am Montag... Morgen, ein spannender Tag, Frau Junge. Der CSU-Vorstand, das wird wenige überraschen, dann noch mit ziemlicher Sicherheit beschließen, den Bundesinnenminister Seehofer aufzufordern, bei seinem Kurs zu bleiben und im Ministererlass, das kann er, anzuordnen, dass künftig entsprechend dem berühmten Punkt 63 des Masterplans an den Grenzen die Bundespolizei Asylsuchende bei bestimmten Voraussetzungen zurückweist. Was passiert dann, wenn das... Also im Moment bei allem, was ich höre und mit wem ich spreche, ist die Hoffnung, dass Herr Seehofer gestärkt diesen Beschluss hat und dann in einer großherzigen Geste sagen kann, heute ist der Italiener bei Frau Merkel, morgen ist der Franzose bei Frau Merkel. Im Sinne dieser Lösung könnten wir jetzt noch diese 2 Wochen als Prozess begreifen. Weil also die Pistole ist durchgeladen und es fällt kein Schuss. Das ist die Hoffnung oder die einzige Hoffnung, die ich bisher gehört habe, weil die These, dass Wolfgang Schäuble der Emissär sein soll, wird weitgehend zurückgewiesen. Er kann nicht mit Söder, er kann nicht mit Dobrindt, er kann nicht mit Seehofer. Das funktioniert nicht. Und vor allem, er hat dieses flammende Plädoyer für Europa gehalten in dieser Donnerstagssitzung vor den CDU-Abgeordneten. Das wird nichts. Glauben Sie, das ist noch ein Kompromiss? Das hat ihr schon geholfen, glaube ich. Aber sehr. Also die Alternative Europa oder die CSU, die Angst vor der AfD hat, das war das Druckmittel, womit Merkel noch ihre Fraktion hinter sich bekommen hat. Aber ich meine, das ist schon, zeigt, wie angeschossen sie ist. Aber die These, also die Überlegung, dass es einen Kompromiss geben könnte, der könnte so laufen, würde aber der, glaube ich, zutreffenden Annahme von Mariam Lau widersprechen, dass es den kühlen Strategen in der CSU, und das sind Dobrindt und dann auf eine ganz andere Art, mit einem ganz anderen Stil, Markus Söder, der Ministerpräsident, das würde deren strategischem Ziel zuwiderlaufen, die Kanzlerin zu stürzen. Und ich glaube, dieses Ziel entspricht einer strategischen Überlegung der CSU, die gar nicht auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik abzielt, die auch nicht auf die Kanzlerin abzielt, sondern die AfD im Blick hat. Die gehen nämlich davon aus, die Grundannahme von denen ist es, dass es möglich ist, noch möglich ist, die AfD aus dem politischen Spielfeld zu schießen, so wie damals die Republikaner. Und um dieses zu tun, verfolgen sie eine Eskalationsstrategie. Das war in der ersten Stufe die rhetorische Eskalationsstrategie, die wir gesehen haben bei Dobrindt,
die konservative Revolution. Also Sie sagen, da hilft auch kein Kompromiss, weil es um den Kompromiss gar nicht geht. Weil es den nach der rhetorischen Eskalation um die Eskalation der Tat geht und die ultimative Tat, die der AfD sozusagen die letzte Munition nehmen wäre der Sturz der Kanzlerin. Mhm. Aber da sind eben, da schließe ich mich auch an, zwei Fraktionen innerhalb einer Fraktionsgemeinschaft zu sehen und vor allem auch zwei Gruppen innerhalb der CSU. Das ist wohl wahr. Natürlich. Dem Ministerpräsidenten in Bayern geht es um den Blutzoll, nämlich die Exekutierung der AfD-Forderung, Merkel muss weg. Das soll der Wahlkampfschlager schlechthin werden. Aber das ist ja nicht das Interesse von Herrn Seehofer. Da sind ja zwei verschiedene Positionen. Genau, insofern starke Seehofer These. Dazu müssen wir den stellvertretenden Chefredakteur der Passauer Neuen Presse. Bayern, die CSU, hat das Ziel, Merkel muss weg? Ich habe in den letzten Tagen noch nie so viel Einhelligkeit innerhalb der CSU erlebt, wie in dieser Frage, hart zu bleiben, sachlich. Ich habe noch nie erlebt, dass jeder versucht, so stark zu vermeiden, das Thema Koalitionsbruch oder Merkel muss weg in irgendeiner Form zu betonen, und zwar auch in Hintergrundgesprächen. Mhm. Nicht nur das, was offen transportiert wird, sondern auch im Hintergrund. Ich sehe Söder und Seehofer und Dobrindt völlig im Schulterschluss agieren. Mhm. Aber diese These, was AfD angeht, zielt in eine Richtung ab. Nicht Merkel muss weg, sondern was der CSU im Bundestagswahlkampf wirklich wehgetan hat. Das war der Slogan der AfD. Wir halten, was die CSU verspricht. Das hat der CSU wehgetan. Und darum wollen sie in einer Sache. Die CSU, was die AfD verspricht? Nee, die CSU versucht, das zu halten, was sie seit Jahren schon betont hat. Dass hier wieder Ordnung rein muss, dass Rechtsstaatlichkeit rein muss. Mal ganz ehrlich, jetzt sind wir fünf halbwegs gescheite Menschen und wir kriegen nicht so recht zusammen, nach welchen Maßgaben im Moment an der deutschen Grenze zurückgewiesen wird. Nein, ich glaube, weil es nicht mehr durchsichtig ist, weil es unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, wir führen ja in Berlin auch viele Gespräche mit CSUlern. Und da gibt es sicherlich sozusagen, da gibt es die Heißblütigen, die Zornigen, da gibt es die persönlichen Rechnungen. Das mag zwischen Seehofer und Merkel der Fall sein, aber es gibt auch die Strategen, es gibt die kalten Strategen. Und denen geht es ja erkennbar, das ist einfach eine erklärte Geschichte, darum, die Räume der AfD zu übernehmen. Das ist das Kalkül, zu sagen, wir müssen, um wieder in die alte Stabilität, in die politische Stabilität des Strauß'schen Dogmas, rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben, müssen wir jetzt in diese rhetorischen, aber auch politischen Räume der AfD eindringen und müssen die besetzen. Insofern stimmt es, die erfüllen im Moment die Forderungen der AfD. Das muss man einfach konstatieren. Und dann ist die Frage, die man diskutieren muss, ist das ein erfolgversprechendes Konzept? Ich würde sagen, wenn wir sehen, wie das in der Vergangenheit geschehen ist, das ist ja seit 2015 das, was wir erleben, sehen wir, wie durch diese Rhetorik, durch die Rhetorik von Rechtsbruch, von der Herrschaft des Unrechts, ich glaube, das war ja bei Ihnen in einem Interview der Passauer Neuen Presse, wie da durch diese Rhetorik der Nährboden geschaffen wird, auf der AfD dann, gerade was den Rechtsbruch angeht, der Durchbruch ins bürgerliche Lager gelungen ist. Das ist ein Erzeugnis dieser rhetorischen Eskalationsstrategie der CSU. Nee, das ist genau andersrum. Der Nährboden war längst vorhanden. Dieser Nährboden war längst vorhanden. Frohler. Es gibt ja jetzt neueste Umfragen, Forsa, glaube ich, die die Wirkung dieser aktuellen Debatte auf die CSU schon sehen und sehen die bei, also weit unter 40. Ich meine, es war sogar 32 oder so. Es war jedenfalls wirklich ein dramatischer Einbruch. Also da würde ich Herrn Detjen zustimmen. Die Strategie der AfD-Forderungen sozusagen wegzunehmen, die hat sich bisher nicht ausgezahlt. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die sich freuen würden, wenn es eine seriöse konservative Kraft im Deutschen Bundestag geben würde, die erstens keine Ressentiments versprüht und die zweitens wirklich an Lösungen arbeitet. Und also ich würde der CSU auch konzidieren, dass wir in der Flüchtlingskrise ein Problem haben. Das ist nicht einfach nur irgendein Symbolthema. Also da ist Ernst gefordert und Berechenbarkeit gefordert. Und wenn ich an der Regierung bin und sage, rede von Herrschaft des Unrechts, dann kann ich diesen Effekt nicht erzeugen, von Mitverantwortung. Wie sieht es denn inside CDU aus? Wir tun im Moment ja so, oder wir diskutieren, oder ist die Hauptkonfliktlinie CSU gegen CDU. Aber wie fest sitzt Merkel in den eigenen Reihen im Sattel? Wie umstritten ist ihre Asyl- und Flüchtlingspolitik dort? Wie gesagt, also der Dienstag, das war schon beeindruckend.
Im Nachhinein stellt sich jetzt heraus, der Spiegel hat ja eine sehr gute Rekonstruktion gemacht, dass das auch ein verabredetes Spiel war. Aber es ist ja trotzdem beeindruckend, dass auch von den Merkel-Getreuen sich in dieser Sitzung keiner meldet. Also in der CDU gibt es das Gefühl, da ist vieles aus dem Ruder gelaufen. Und also ich finde, das, da würde ich Ihnen recht geben, das geht schon ein paar Jahre so. Ich verstehe nicht, warum Merkel nicht in der Lage war, irgendwann mal zu sagen, jemand wie Wolfgang Bosbach wird dann halt mal Innenminister. Warum kann sie diesen Leuten nicht weiter entgegenkommen? Das verstehe. Hat einer eine Antwort? Ja, am Ende hat sie Seehofer zum Innenminister gemacht. Also so, hier haben wir das Ergebnis. Ich glaube, was das Bild der CDU angeht, da war diese Woche ganz realistisch. Wir haben am Dienstag diejenigen gesehen, das ist der Kern der 20 bis 30 Leute in der Fraktion, die sich da zu Wort gemeldet haben, die seit langem Kritiker der Europapolitik, der europäischen Finanzpolitik und der Flüchtlingspolitik Merkels sind. Was natürlich am Donnerstag in der Sitzung ganz entscheidend war, waren diese letzten Worte, die man dann schon am Morgen von Markus Söder gehört hat, die Aufkündigung des Multilateralismus, Sätze wie wir müssen jetzt an die eigene Bevölkerung denken und nicht immer an Europa denken. Mhm. Das sind Sätze gewesen, die haben es dann natürlich leicht gemacht, dass jemand wie Wolfgang Schäuble als der große Elder Statesman der CDU in dieser Sitzung die flammende proeuropäische Rede gehalten hat. Und ich habe viele gehört danach, während dieser Fraktionssitzung, die rausgekommen sind, die gesagt haben, wir finden uns hier gerade in unserer politischen DNA, nämlich als Europapartei. Und da ist die CSU ausgeschert. Das ist die CSU nach dieser trumpistischen Rhetorik, die wir da gehört haben, nicht mehr. Also das kann man, Entschuldigung, auch ganz anders verstehen. Was hat denn Söder gesagt mit dem Ende des Multilateralismus? Im Grunde sagt er, dass die Protagonisten auf der europäischen Ebene nicht mehr die sind, die wir jetzt 60 Jahre gewohnt waren, gemeinsame Tradition, gemeinsame Geschichte, gemeinsames Demokratieverständnis, da setzt man sich zusammen, weil man eigentlich eh an einem Strang zieht und findet halt einen Weg, wo es zusammengeht. Das haben wir doch seit... Aber ist das nicht der Abschied von der Vorstellung eines vereinten Europas, wie wir es gepflegt haben? Ja, aber dieser Abschied kam doch nicht diese Woche. Also wir reden jetzt seit Jahren über Ungarn, wir reden jetzt seit Jahren über Polen, wir reden jetzt neuerdings über Tschechien, wir reden jetzt neuerdings über Österreich, wir reden jetzt neuerdings über Italien. Die Art der Protagonisten auf der europäischen Ebene ändert sich. Und ein Land, das immer noch versucht, Europapolitik zu betreiben wie vor 40 Jahren, wird am Ende den Kürzeren ziehen. Bitte sind nicht meine Worte, sondern ich sage, das könnte doch auch hinter dem stehen, was Söder sagt. Natürlich, aber das ist doch ein legitimer Gedanke. Das ist der Bruch in der CSU, den wir sehen. Man kann sich ja jetzt orientieren. Wir sehen in der Tat. Das ist der Bruch der Realität, den wir sehen. Natürlich, wir sehen in der Realität einen Bruch. Wir sehen Leute, die von Trump bis zu Orban, die aus dem multilateralen Denken ausscheren. Und jeder steht vor der Frage, wohin orientieren wir uns? Die Frage ist ja, wie reagiert man drauf? Natürlich, wie reagiert man drauf? Oder wie man, wie Herr Söder es zitiert wurde? Oder sagt man, und das ist in der CSU in weiten Teilen salonfähig, man orientiert sich an Orban. Frau Junge. Dankeschön. Nein, aber es ist doch eine Frage, ist es eine Beschreibung, das ist das, was Sie sagen, oder ist es eine Richtungsentscheidung? Genau. Und das ist das, wie es in großen Teilen der CDU einfach angekommen ist, die für dieses Erbe steht, die für das Erbe Kohl, Schäuble, dieses vereinte Europa steht. Und das war die Botschaft, die angekommen ist. Nicht eine sachliche Beschreibung, sondern eine Richtungsentscheidung. Und das hat diesen Bruch gebracht. Und ich glaube, darin ist auch dieses Auseinanderdriften im Moment so zu verstehen. Und was ich trotzdem noch sagen möchte, ist, auch da, wenn wir beschreiben würden, wie es an den Grenzen aussieht, wie die Flüchtlingspolitik aussieht, ist das so eine ganz andere Ebene, als einen hysterischen Ton einzubringen und einen nationalen Notstand herbeizureden, als ob die Grenzen geflutet würden. Also es ist doch gar nicht, man kann doch über dieses Thema sprechen, es beschäftigt die Leute in diesem Land. Ich glaube, das können wir hier alle so festhalten. Und dann ist es doch ganz wichtig, welcher Ton und dann bin ich auch schon zu Ende, da geht es auch ein bisschen auseinander. Also was ich aus der CDU höre, ist, wir haben doch noch ein Erbe des Christentums, das uns zusätzlich als 64. Punkt dieses Masterplans Menschlichkeit verschreibt. Und das hören Sie nicht mehr. Und das ist ein Bruchpunkt. Frau Lau, man kann die Analyse von Herrn Kain ja auch in eine Frage münden lassen. Es war ja eine Analyse, die ja zutreffend ist, dass wir beobachten, wie sich andere Staaten um uns herum von der europäischen Idee entfernen. Aber verspielen Seehofer und die CSU im Moment die Chance, dass es zu einer europäischen Einigung in der Flüchtlingsfrage je wieder kommen kann?
Also die Frage, wer sich jetzt zusammentut, um eine Lösung zu erreichen, da sprechen wir im Moment über Österreich, über Italien, wahrscheinlich über Griechenland und über Frankreich. Und ich glaube nicht, dass die Verfasstheit der CSU jetzt im Moment so ist, dass sie in dieser Runde nicht verhandeln könnten. Und was ich interessant finde, ist, dass immer so getan wird, oder Merkel sich jetzt als die Europäerin positioniert. Dabei verwendet sie inzwischen auch Begriffe wie flexible Solidarität, wie wir das von Orbán kennen. Und dass sie jetzt 2 Wochen vor dem Ultimatum Druck macht, zu einer europäischen Lösung zu kommen, zeigt ja auch wieder, dass sie das Thema doch jahrelang ein bisschen hat liegen lassen. Es gab, weiß Gott, genug andere Themen, um die sie sich auch kümmern musste, das stimmt. Aber ich finde, dieses Porträt, hier die große Europäerin und da die, die alles nur kaputt schlagen wollen, das stimmt halt auch nicht so ganz. Macht die Union möglicherweise gerade einen Fehler, den historisch mal die SPD gemacht hat, die ihre Agenda, Politik, die ja ein Erfolg war ökonomisch, immer schamig und mit schlechtem Gewissen verkauft hat. Die Union könnte sich ja auch hinstellen und sagen, wir haben in der Flüchtlings- und Asylfrage eine ganze Menge erreicht. Das hat Frau Merkel ja in der einen Sitzung offenbar sehr vorwurfsvoll irgendwie auch gesagt. Also ich habe für den Türkei-Deal gesorgt. Ich habe dafür gesorgt, dass die libysche Küstenwache Dinge macht, die nicht wirklich appetitlich sind. Ich habe dafür gesorgt, dass Frontex gegen Schleuser vorgeht und so weiter. Und nie höre ich einen Dank dafür. Also ich finde, so eine starke europäische Stimme stelle ich mir auch ein bisschen anders vor. Hätte sie einen Dank verdient, Herr Kain? Ach, das ist sehr schwer zu sagen. Oder kann es anders sagen? Muss man diese, auch wenn die Probleme nicht gelöst sind, aber auch die Erfolge nicht auch mal betonen? Klar, das stimmt natürlich. Natürlich hat sie definitiv Erfolge und sie wirkt außenpolitisch offenbar deutlich stärker. Ich sage mal, in Auseinandersetzungen mit Trump und vielen anderen Dingen ist sie ja ein Asset. Aber innenpolitisch ist sie schwer angeschlagen, weil sie zu viele Dinge zu lange hat laufen lassen, zu wenig gesagt hat, was sie eigentlich will. Und die CSU, nochmal, die hat ja nicht eine AfD-Position eingenommen, sondern vertritt jetzt nur die Position, die sie seit Jahren hat. Und die will sie endlich mal umgesetzt haben, innenpolitisch. Und genau darum geht es. Und auch da ist Merkel wieder am Eiern. Aber warum diese Zuspitzung, dieser Zeitdruck? 14 Tage hat die Kanzlerin verlangt. Sie wollen jetzt hören, weil das jetzt unmittelbar vor der Bayernwahl ist. Natürlich spielt die Landtagswahl in Bayern in dem Ganzen eine Rolle. Nur soll die CSU sagen, die Mutter aller Schlachten. Bis zur Landtagswahl in Bayern machen wir jetzt mal nichts und hinterher zeigen wir, was wir können. Also, Entschuldigung. Aber die ist ja noch nicht in 14 Tagen. Ja, aber umgekehrt warten wir tatsächlich seit 3 Jahren. Ja. Also. Und man darf eins nicht vergessen, die CSU hat in diesen ganzen Auseinandersetzungen mit Merkel in der letzten Legislaturperiode durchaus einige Narben davon getragen. Also, dass da jetzt vielleicht noch das eine oder andere persönliche Hühnchen zu rupfen ist. Glaubt denn jemand am Tisch, dass der EU-Gipfel in 14 Tagen eine Situation, eine Lösung oder zumindest eine Situation schafft, wo man sagt, okay, jetzt haben wir es vom Tisch? Es gibt ja den Vorschlag von dieser. Kein sagt nein, Sie sagen. Von der Europäischen Stabilitätsinitiative, dem Think Tank, der auch schon hinter dem EU-Türkei-Deal steht, den Vorschlag zu sagen, versuchen wir doch sowas Ähnliches mal, zum Beispiel mit den Italienern. Wir geben alle Kraft in die Ausstattung eurer Asylverwaltungsbehörden an den europäischen Grenzen. Wir verlagern die ganzen Kompetenzen an die europäischen Grenzen und sorgen damit im Grunde für den Außenschutz, der jetzt schon seit all den Jahren verlangt wird, und schaffen dadurch eine Entlastung. Nur das Problem an diesem Konzept ist dann halt, wie es auch Teil des Türkei-Deals war, wir nehmen dann diejenigen, die schutzbedürftig sind, den Italienern auch ab. Und daran hapert es natürlich auch oft. Ich glaube aber auch, dass man aufpassen muss, wenn man eine Lösungsrhetorik einführt, dass man Erwartungen schürt damit, die in der Situation, in der Zeit, in der wir auch leben, nicht erfüllbar sind. Der CSU-Generalsekretär Blume hat am Rande dieser legendären Fraktionssitzung gesagt, wir sind angetreten, um das Migrationsthema einer Lösung zuzuführen. Das ist eine Rhetorik, die ist nicht nur ein bisschen schauerlich, die weckt eben auch Erwartungen, die auch der starke Herr Söder und der Herr Dobrindt nicht erfüllen können. Wir müssen, wer realistisch ist, weiß, das Migrationsthema wird uns, das ist ein Generationenthema. Wenn man nach Afrika schaut, dann weiß man, das ist nicht von heute auf morgen und nicht auf dem nächsten EU-Gipfel zu lösen. Dann lassen Sie uns doch noch mal, Frau Junge,
einen Blick auf die Frage werfen, was würde denn passieren, wenn es zu keinem Kompromiss kommt, zu keiner Lösung auf dem EU-Gipfel und wenn die Züge, die wir gerade mit Highspeed aufeinander zufahren sehen, zusammenprallen? Was wäre dann? Seehofer ordnet an. Was macht dann Merkel? Frau Merkel kann dann doch gar nicht anders, als Herrn Seehofer zu entlassen. Also es ist zwei Giganten prallen aufeinander. Wahrscheinlich würde sie langfristig dadurch auch fallen oder sofort, schwer einzuschätzen. Aber sie kann nicht anders, als dann den Schlussstrich von ihrer Seite zu ziehen. Was dann kommt, davor zittern alle. Neuwahlen? Neuwahlen würden dem Land sicher nicht gut tun. Nun bleibt ja nach unserem Grundgesetz eine Kanzlerin auch im Amt, wenn sie einen Minister entlässt und wenn vermutlich, Herr Kain, keine prophetische Gabe, aber die CSU daraufhin ihre Minister aus dem Kabinett abzieht. Sich aus der Koalition verabschiedet? Sich verabschieden. Aber wie gesagt, Frau Merkel kann auch sagen, okay. Dann fehlen im Deutschen Bundestag, wenn ich richtig gezählt habe, 3 Stimmen für eine Mehrheit von CDU und SPD. Ich vermute, FDP und Grüne wollen. Ja, da stehen genügend bereit, auf diese frei werdenden Sitze zu rücken. Also Neuwahlen gar nicht nötig. Nee. Jedenfalls ist es evident, dass wenn man sich den gerade gewählten Bundestag anschaut, dass Merkel da für die Politik, die sie im Moment vertritt, eine Mehrheit finden würde. Aber dann möchte ich mal die CDU sehen, wenn sozusagen die CDU natürlich ganz offiziell ins linke Lager rückt. Denn das wäre ja das sehr mittig. Und die SPD wollen wir sehen. Lieber die SPD wäre es auch schrecklich. Ja. Also für die SPD sozusagen eine von der CDU geführte Mitte-Links-Koalition. Also es wäre, es ist wirklich sehr schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Wäre eine spannende Konstellation, ne? Die CSU mit der AfD und ja, man muss sich ja vorstellen, es würde sich ja die Sitzordnung im Bundestag ändern. Ja. Wenn die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt wäre, könnte im Präsidium des Bundestages ein Mehrheitsbeschluss gefasst werden. Neue Sitzordnung. Die FDP bekommt das, was sie immer wollte, nämlich in die Mitte an die CDU ranrücken. Ja, und die CSU muss nach rechts an die AfD ranrücken. Mhm. Das wäre ein Bild. Das würde wahrscheinlich mancher Realität ist das entsprechen. Eine Spielerei, was wir hier gerade betreiben? Ist ja ganz spannend, mal solche Spiele zu Ende zu denken. Ich glaube, das ist ein anderes politische Spiel. Prozesse haben ja manchmal eine Eigendynamik, wo auch die Spieler aus ihrer Rolle nicht mehr rauskommen. Mhm. Also ich meine, die FDP wäre nicht bereit unter Merkel. Nee, das glaube ich nicht. Also Lindner hat sich jetzt so, es gibt Stimmen aus der FDP, aber Lindner hat sich von diesen Stimmen ja eindeutig distanziert. Und man sieht ihn ja immer mit Jens Spahn und Dobrindt zusammenstehen. Also die planen schon für die Zeit nach Merkel. Und wenn die FDP in so eine Regierung einträte, dann nur, wenn sie den Kopf von, also das ist jetzt unschön ausgedrückt, aber nur wenn Merkel wenn nicht mehr... Wenn es Wechsel im Kanzleramt so, gäbe, sagen so wir appetitlich, es ganz genau. Wie es sich im Presseclub gehört. Genau. Es gibt aber auch eine ganz andere Möglichkeit. Aber gäbe es denn überhaupt jemanden? Ist Merkels größte Stärke in der Situation auch? Man merkt das ja, Sie sind in Berlin alle viel näher dran, dass, Sie haben es eben erwähnt, da schon Menschen unterwegs sind in unterschiedlichen Parteien, die ihre Planspiele für die Zeit nach Merkel, bei manchen ist ja in Interviews auch unschwer zu erkennen, durchspielen. Ist Ihre größte Stärke, dass es in der CDU überhaupt niemanden gibt, mit dem man an eine Zeit nach Merkel denken könnte? Tja, also ich finde immer, Ursula von der Leyen ist da, wie sie ist. Nee, die hat nur leider keinen Rückhalt in der eigenen Partei. Aber ich finde, die könnte doch sofort den Laden übernehmen. Und die wäre eben nicht so belastet wie Merkel. Also mit nicht, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mehrheitsfähig in der CDU. Ja. Die CDU hat sich jetzt gerade auf dem Jubelparteitag hinter Annegret Kramp-Karrenbauer versammelt. Ich meine, ob die jetzt in der Lage wäre oder ob das funktionieren würde, ich glaube, es würde immer noch eine Revolte von denen geben, die nach Merkel eben ein anderes Politikmodell wollen, einen anderen politischen Stil. Denn das Interessante bei der Kramp-Karrenbauer ist ja, dass sie im Grunde die Behauptung ist, dieser nüchterne, moderierende, moderate Stil der Politik lässt sich auch in einer Nach-Merkel-Ära noch mal erfolgreich fortsetzen. Mhm. Naja, also und da steht natürlich Jens Spahn bereit, aber für Jens Spahn ist es eigentlich ein bisschen zu früh. Oh ja. Aber die Ambitionen kann man, glaube ich, unschwer aus dem Knopfloch genau. Aber es ist im Moment zu früh. Ich finde es wirklich faszinierend, mit welcher Lust in der Runde jetzt dieser eine Schienenstrang verfolgt wird und der andere Schienenstrang, den lässt man liegen. Nämlich? Es gibt doch ganz einfach die Möglichkeit, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer nächste Woche oder in geraumer Zeit ankündigt, dass wir an den Grenzen zur geltenden Rechtslage zurückkehren. Und dann wird es für mich aus Bayern recht spannend. Wir haben in Bayern 90 Grenzübergänge nach Österreich. Davon werden derzeit mit erheblichem Aufwand der Bundespolizei 3
kontrolliert. Das heißt, wir müssen noch 87 weitere kontrollieren. Da werden auch die 500 bayerischen Grenzpolizisten, die Markus Söder, oder vielleicht 1000 bayerischen Grenzpolizisten, die Markus Söder neu einstellen möchte, nicht langen. Dann wird es spannend. So, und jetzt stelle ich mir mal vor, dass die Bundeskanzlerin eine schöne Sprachregelung findet, warum sie Seehofer gewähren lässt in dieser Frage. Aha. Und dann spielt sie den Ball an Seehofer zurück und sagt, okay, Horst, dann mach mal mit deinem Bundespolizisten. Aber du weißt, du hast noch ein paar Bahnhöfe, du hast noch ein paar Häfen, du hast noch ein paar Flughäfen, die musst du schon auch kontrollieren. Wie du das aber machst mit den 90 Grenzübergängen in Bayern und vergiss mir die nach Frankreich nicht und die nach Polen nicht, dann läge, glaube ich, der Ball auch wieder ein bisschen im Feld von Sie meinen, Horst. Sie dreht bei um das Konflikt? Warum denn nicht? Also wir waren jetzt schon bei von der Leyen und Sonstiges. Warum denn nicht diese Variante? Naja, ich glaube, das würde aber nur gehen, oder wenn da Kompromiss. Ich meine, es gibt in dieser vernebelten Rhetorik und in der Tatsache, dass wir diesen berühmten Punkt 63 ja gar nicht kennen, da liegt ja auch die Chancemasse sozusagen in dem Nebel, die Kompromissmasse zu definieren. Wir haben am Anfang über diese verschiedenen Gruppen gesprochen. Letzte Frage geht an Sie. Wir haben am Anfang gesagt, Chicken Game, habe ich gesagt in der Einleitung. Werden sowohl Merkel als auch Seehofer diesen politischen Konflikt überleben? Langfristig ist Frau Merkel ohne ihre Macht weg, ob das jetzt einen Knall gibt oder ein schleichender Prozess. Und Herr Seehofer ist im Grunde auch schon fertig, weil Herr Söder am Zug ist. Dankeschön. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Danke für die engagierte und lebhafte Diskussion. Das war der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin und dem Presseclub nachgefragt. Den gibt es wie immer jetzt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch und tschüss. Ich verstehe Sie nicht, meine die. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt, hier auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Seehofer gegen Merkel, wie lange hält die Union das aus? Das ist unser Thema heute hier in der Runde hier im Presseclub. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir haben auch schon die ersten Anrufer. Und wir gehen zunächst nach Dienstlaken. Dort ist Uwe Neuhaus am Telefon. Herr Neuhaus, seien Sie gegrüßt und Ihre Anmerkung, Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag in die Runde. Ich wollte mit meiner Frage eigentlich auf eine Situation hinweisen, die gar nicht erörtert wurde. Meine Frage wäre, wie realistisch ist eine gesamteuropäische Lösung, wenn Frankreich und Macron jetzt schon an der Grenze genau das machen, was Herr Seehofer vorhat? Dankeschön, Herr Neuhaus. Wer möchte? Wie realistisch? Herr Kein. Es ist so, dass Frankreich und Italien, wo das ja praktiziert wird, seit, ich glaube, 1997 ein entsprechendes Abkommen haben, dass das gemacht werden kann. Ich glaube, dass es dadurch nicht unrealistisch wird, dass man neue Abkommen oder ein besseres Dublin III, sozusagen ein Dublin IV, bilden kann. Aber in der Tat, der Hinweis ist schon richtig. Das wird derzeit praktiziert, wo wir in Deutschland also streiten, ob man sowas tun darf oder nicht tun darf, wird andernorts praktiziert. Man muss dazu sagen, dass es nicht besonders gut funktioniert, dass die Flüchtlinge zwischen Frankreich und Italien manchmal 4-5 Mal im Monat hin und her geschoben werden. Also so richtig gut funktioniert es nicht. Aber es geht dadurch überhaupt nur, dass das ja ein Nachbarland ist. Wir haben ja kein Nachbarland, in dem Flüchtlinge erstmals europäischen Boden betreten. Das ist unser Problem. Deswegen müssen wir immer zurückstellen. Die Frage ist nicht, ob ich jemanden ins Land lasse und dann ihn da habe und ihn in sein Erstbetretungsland zurück, sondern ob ich sage, ich mache an der Grenze dich, du kommst hier gar nicht rein. Wir reden die ganze Zeit wie selbstverständlich, als ob es in Europa ein Selbstbetretungsrecht gäbe. Das gibt es nicht. Gut, wir wollen weitere Anrufer zu Wort kommen lassen und gehen nach Düsseldorf. Dort ist Reinhard Schneider am Telefon. Ja, schönen guten Tag, einen Gruß in die Runde. Also für mich steht Europa mit dem Flüchtlingsproblem, was seit 3 Jahren anhält, vor einem Dilemma grundlegenden Ausmaßes. Und da stellen sich für mich drei grundlegende Fragen. Welchen Nutzen könnte eine Europäische Union haben, wenn sie mit einem so grundlegenden Problem wie die Flüchtlingskrise es immer noch nicht geschafft hat, auf demokratischem Wege eine nachhaltige Lösung bzw. eine faire Lastenverteilung zu finden? Und kann es unter diesen Bedingungen eine europäische Lösung für die Flüchtlingsfrage überhaupt geben? Und was hält Europa noch im Innersten zusammen?
Also das ist eigentlich etwas pessimistisch. Ich hätte es gern optimistisch. Vielen Dank. Danke, Herr Schneider. Optimistisch ist ganz einfach. Wer ist der größte Optimist? Herr Detjen, Sie werden jetzt zum Optimisten erklärt. Ja, also jetzt sprechen Sie Haltung an. Also ich finde, das Körpersprache müssen Sie jetzt noch ein bisschen nachlegen. Ja, nein, ich finde das sehr schwierig. Ich bin gerne ein Optimist, aber ich sehe schon, dass wir im Moment mit einer Lage konfrontiert sind, die es einem schwer macht, optimistisch zu sein. Wenn ich gefragt werde, was ist Europa, dann finde ich, muss man darauf verweisen, dass dieses Europa nicht tatenlos gewesen ist. Das, was Mariam Lau eben zitiert hat, die Vereinbarung mit der Türkei, alles, was in Afrika passiert, mit den Migrationspartnerschaften, das ist Europa. Wenn man nach Westafrika reist, dann ist da Europa sehr präsent, auch als Ansprechpartner. Und wenn wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, dass jemand wie Tsipras, Griechenland, sich an die Seite der Kanzlerin stellt, dann sind da ja auf einmal auch wieder ganz neue Konstellationen, die auch Chancen in sich bieten. Darf ich zwei kleine Anmerkungen machen? Ja. Und überhaupt darf man, glaube ich, Europa nicht auf das Thema Flüchtlinge und Migration verkürzen. Europa ist so unendlich viel mehr und hat auch so unendlich viel Mehrwert. Und hier ist halt ein Punkt, wo sich Europa wahnsinnig schwer tut. Und da, glaube ich, spielt schon eine Rolle, dass, wie ich vorher gesagt habe, die Protagonisten sich sehr stark geändert haben. So eine Flüchtlingsproblematik, verhandelt unter den Europapolitikern vor 20 Jahren, glaube ich, wären wir weiter, als wir es heute sind, weil sich die Protagonisten geändert haben. Die Frage ist jetzt nur, sollen wir auch uns etwas ändern, dieser neuen Lage der Protagonisten anpassen oder nicht? Das war die Antwort an Herrn Schneider. Und jetzt gehen wir nach Berlin. Dort ist Alexander Schwarz am Telefon. Herr Schwarz, Sie sind dran. Schönen guten Tag in die Runde. Meines Erachtens ist es denkbar unverantwortlich, wenn jetzt durch die CSU die recht stabile deutsche Regierung aufs Spiel gesetzt wird. Wir haben große internationale Spannungen. Trump hat die Weltwirtschaftsordnung aufgekündigt. Die Polen, die Ungarn haben starke unilateralistische Tendenzen. Meine Frage ist, ist das wirklich nötig, dass dieses Schauspiel jetzt hier gegeben wird? Wir haben außerdem sehr viele Hausaufgaben. Zum Beispiel können wir immer noch nicht zwischen den einzelnen Bundesländern die Identitäten der einzelnen Geflüchteten eindeutig abgleichen. Dankeschön, Herr Schwarz. Frau Junge, mögen Sie Herrn Schwarz antworten? Großen weltpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das haben wir vorhin noch nicht so diskutiert. Wir haben über Europa gesprochen. Aber es ist ja in der Tat so, dass man auch die Frage stellen kann, und die stellt Herr Schwarz, in einer solchen Zeit, Trump, Zerrüttung der EU, die Kanzlerin innenpolitisch zu schwächen, ist das verantwortlich? Ich würde sagen, es ist unverantwortlich, das habe ich vorher auch schon einmal gesagt, weil Europa natürlich die Bastion ist, auf die gesetzt wurde im Zuge der Wachablösung in den USA. Also ich mag erinnern an die Retterin der freien Welt. War vielleicht ein bisschen überschätzt, aber es ist schon Europa ist der Kern dessen, was im Moment als demokratische freie Welt begriffen wird. Das ist ein großes Risiko. Ob das dann heißt, dass Frau Merkel immer recht hat mit ihrer Politik, sei dahingestellt. Merkel braucht ja nur einlenken. Dann gibt es die Koalition weiter, gibt es die Regierung weiter. Alles funktioniert, alles ist gut. Geht doch ganz einfach. Dazu hören wir jetzt Herrn Perianu, Georg Perianu aus Münster, rufen Sie an. Seien Sie gegrüßt. Schönen Gruß nach Münster. Und Ihre Anmerkung, bitte. Schönen Gruß zurück aus Münster in die Runde. Und ich kann Ihnen also nur sagen, dass ich kann die ganze Tragödie hier nicht nachvollziehen, weil was wäre denn bitte so schlimm, wenn die CDU und die CSU getrennte Wege gehen würden? Dann könnte die CSU ganz okay gegen die AfD ziehen und dann würde die CDU mit SPD und die Grüne ganz konkrete, europaorientierte Flüchtlingspolitik treiben. Dankeschön. Da kann ich gern was sagen. Ja, Herr Kahn. Das Problem, wenn CDU und CSU getrennte Wege gehen, wäre ein völliger Umbau der deutschen Parteienlandschaft. Denn das würde vielleicht funktionieren können, wenn sich CDU und CSU darauf einigen, dass man jeweils im eigenen Revier bleibt. Sprich, dass die CDU nicht nach Bayern einfällt und die CSU sich nicht bundesweit ausdehnt. In dem Moment, wo die beiden das tun, wird die deutsche Parteienlandschaft eine völlig
anders sein. Nicht nur in Bayern, sondern auch im Rest der Republik. Für Historiker, wir hatten die Debatte schon mal um Kreuth. Die CSU schreckt zurück bei der Vorstellung, dass die CDU in Bayern einmarschiert. Das andere hätte man sich gut vorstellen können. Eine absolute Mehrheit, oder? Ja, ja. Also das, die Zeiten in Bayern eine absolute Mehrheit zu bekommen, wäre dann endgültig perdu. Die CDU könnte ich mir aber vorstellen, würde in dem einen oder anderen Bundesland vielleicht auch keinen Fuß mehr auf dem Boden. Aber man muss vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass dieser Zustand, die alte Bundesrepublik, ja, ich will nicht sagen, dass es das war, was sie stabilisiert hat, aber der Teil einer stabilen Parteienordnung war, die im Moment auseinanderbricht, dass das aber natürlich auch eine ganz schräge Geschichte war, dass da zwei Parteien ein solches Bündnis schließen, eine Verabredung machen, in einem Land die Parteienkonkurrenz außer Kraft setzen und dass wir eine Partei haben, die im Moment nicht nur bundespolitisch, sondern auf der europäischen Bühne eine solche Bedeutung hat wie die CSU, die eigentlich eine Regionalpartei ist und ja, sehen wir ja auch im Moment, immer wieder ihre regionalen Interessen mit einem solchen Übergewicht in die Politik einbringt. Wenn die ganze Parteienlandschaft so wäre, dass wir sagen, wir haben lauter Regionalparteien, das findet im Bundesrat ja statt. Herr Detjen, dazu hat Bernd Paulik aus Schifferstadt eine Frage. Herr Paulik, passt genau in unsere Diskussion gerade. Sie sind dran. Guten Tag an die Runde, ja. Ich habe folgende Frage. Für mich ist das eigentlich unverständlich als Demokrat, wie eine Partei, die praktisch 6% der Stimmen repräsentiert, solche Macht entfalten kann. Untergräbt diese Konstruktion nicht den Gedanken des Föderalismus? Dankeschön, Herr Pauli. Das ist nicht das Thema, das Sie angesprochen haben. Also, dass eine Partei mit 6%, das war die FDP ja auch immer, das Zünglein an der Waage und so weiter, die haben dann in der Koalition eine große Macht. Das Besondere ist, dass es eine Regionalpartei ist. Dass wir sozusagen das, was von der Verfassung her eigentlich dem Bundesrat zugewiesen ist, nämlich Länderinteressen zu vertreten, hier permanent auf einer ganz anderen Ebene, nämlich des Bundestages und der Bundesregierung stattfindet. Und aber dadurch kriegen wir diese Verzerrung. Sie haben das vorher schräg bezeichnet, aber was ich auch mal sagen muss, was schräg ist, was wir in den letzten Jahren erleben, wie weit sich die CDU von einem bürgerlich-konservativen Kurs verabschiedet hat. Das ist schon auch schräg. Und diese Aufgabe hat halt auch die Kanzlerin praktisch allein der CSU überlassen. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass der konservative Teil beatmet wird in der Partei. Die haben sich auch selber sozusagen mundtot gemacht, das ist vollkommen richtig, aber die CSU hat da einen Job zu erfüllen. Dass sie darin nicht besonders gut ist, tut mir auch leid, aber also mit 6% ist das halt auch zu niedrig veranschlagt. Aber jenseits dessen ist doch Stabilität im Moment das größte Interesse, oder? Also Regionalpartei hin oder her. Eine deutsche stabile Regierung ist mir lieber als ein Umbau, der vielleicht den demokratischen Prinzipien mehr entspräche. Naja, aber ich meine, dass das schmerzlos geht jetzt, also irgendwann muss das mal enden mit Merkel und dass dabei sozusagen politisches Blut fließt, finde ich irgendwie auch klar und ich habe jetzt erstmal doch genug Vertrauen in die Demokratie, dass ich denke, das wird sich dann schon irgendwie rütteln. Also in Bremen ist Horst Benischowski am Telefon. Seien Sie gegrüßt. Ja, seien Sie ebenfalls allesamt gegrüßt. Meine Meinung ist ganz simpel. Frau Merkel sollte den Ball von Helmut Kohl aufnehmen, nämlich Ortsverbände und Kreisverbände in Bayern einzuführen, um dann die Chance zu haben, der CSU mal Grenzen aufzuweisen. Das große Plus der CDU gegenüber der CSU ist die Frauenpolitik. In der CDU gibt es Frauen, die verantwortungsvolle Positionen haben. In der CSU gab es kurz ein Aufleben von Frauenpolitik. Da gab es einige Frauen, die wurden aber gleich wieder platt gemacht von Herrn Söder und seinen Freunden. Das ist die Chance, die CDU in Bayern hätte. Und ich denke mal, entscheidend wäre Stabilität mit der CSU als Regionalpartei bundesweit wird es nicht geben. Danke, Herr Benischowski. Herr Kain, das gebe ich mal an Sie als Passauer. Ich bin da jetzt ein bisschen ratlos, Münchner, mit der Frauenpolitik. Die Frauenpolitik der CSU. Also es gibt jede Menge Frauen im Kabinett von Söder, es gibt jede Menge einflussreiche CSU-Politikerinnen in Bayern. Das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich finde wenn ich auch mal eine Frage an die Einschätzung von Herrn Keim weitergeben kann. Also nochmal anknüpfend auch an das, was Mariam Lau eben sagte, hat die CDU da was aufgegeben, was sie hätte binden müssen? Der interessante Testfall, der da im Moment auch mit Blick auf die Landtagswahl läuft, ist, ob es diesen Parteien, den Unionsparteien, gelingt, diesen Spagat zu machen und das, was in der Gesellschaft ja auseinanderdriftet, nach wie vor zusammenzufassen. Und ich war im Bundestagswahlkampf in Bayern an Wahlständen der CSU und habe das gesehen. Da kommt erst einer,
und sagt, ich arbeite auf dem Dorf im Flüchtlingshelferkreis, ich bin immer CSU-Wähler gewesen, ich bin braver Katholik, Teil meiner Familie lebt auf einem bayerischen Dorf, ich kenne das. Da ist der Helferkreis mit dem katholischen, dem evangelischen Pfarrer und die sagen, ich wähle euch nicht mehr, weil ihr die Merkel so schlecht behandelt. Und dann kommt einer und sagt, Flüchtlingssache ist eine Schweinerei, ihr liegt mit der Merkel im Bett und ich wähle euch nicht mehr, ich wähle AfD. Das ist der Einbruch der AfD-Wähler in das CSU-Milieu. Und ich bin Zweifel, dass die das jemals noch mal zusammengebunden kriegen, diese Pole, die sie da haben. Also jenseits der Umfragen, die wir ganz aktuell haben, bewegt sich die CSU in Bayern im Moment um die 40%-Marke. Das dürfte Ausfluss dessen sein, was Sie sagen. Es gibt ja auch in der CSU diese Helferkreise. Es gibt unter den CSU-Wählern diese Leute, die sagen, rund um Alois Glück zum Beispiel, die sagen, so kann man mit Merkel nicht umgehen. Theo Weigel hat jetzt Merkel in den Wahlkampf eingeladen, um auch ein Zeichen zu setzen. Ja, das gibt's und das zusammenzuführen wird eine Riesenherausforderung sein. Aber ich glaube, das ist der CSU ein Stück weit. Das darf man ja schon unterstellen. Auch darum geht, Dinge jetzt wieder auseinander zu klamüsern, die wir 2015 willkürlich miteinander verknotet haben, um jetzt wieder zu einer gewissen Rechtsstaatlichkeit, Nachvollziehbarkeit hinzukommen, um dem Rechtsstaat zu seinem Recht zu verhelfen. Wenn man mal, jetzt gucken wir doch noch mal auf die bayerische Landtagswahl, weil die ja doch über allem auch schwebt bei der CSU. Was ist der Partei am Ende wichtiger, wenn es in Konflikt gerät? Der Machterhalt, die starke Position in Bayern, würde sie dafür auch die Regierungsbeteiligung im Bund notfalls opfern? Macht in Bayern verloren, alles verloren. Ist ein inoffizieller ein inoffizielles Motto innerhalb der CSU. Natürlich ist Bayern die Homebase der CSU, ist der Landtag. Im Landtag mit einer Koalition zu regieren, würde die CSU in Bayern schwächen, weil jede andere Partei eine Bundespartei ist. Weil der Bund dann in Bayern, wie man in Bayern sagt, mitschnabelt. Dann ist Seehofer ein politisch Getriebener in Berlin, wenn diese Logik stimmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es geht ja nicht nur darum, sondern es geht ja auch darum, dass Herr Söder noch nichts gewonnen hat. Herr Söder muss ja was gewinnen, um weitere Ambitionen überhaupt belegen zu können. Also es ist ja beides. Herr Söder hat bei 38,8%, das war das Ergebnis von Horst Seehofer bei der Bundestagswahl, übernommen. Im Moment sind wir realistisch bei etwa 40% plus minus x. In diesem Bereich wird man Söder nicht vorwerfen. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Das war der Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen nochmal für die Beantwortung unserer Zuschauerfragen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag. Genießen Sie ihn, machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.